Hallöchen und willkommen bei Minecraft, die Insel. Es ist noch tiefste Nacht und ich denke, ich werde einfach mal hier unten ein bisschen weitermachen. Guck mal, ich könnte mir vielleicht noch eine Spitzhacke craften vorher. Da haben wir ja noch ein bisschen Material. Ich höre die Monster irgendwie draußen. Oder hier drin. Wir lassen uns überraschen. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ich denke, ich buddel mich hier noch so ein bisschen runter. Ach, hier ist eine Höhle. Da möchte ich jetzt auch nicht runterfallen oder so. Das werden wir uns mal so ein bisschen markieren und dann schaue ich da halt bei Gelegenheit noch mal rein. Dann buddel ich hier mal so ein bisschen weiter. Wir haben ja eh nichts anderes zu tun. Ja, und liebe Leute, ich glaube, ich habe die Aufnahme ein bisschen falsch gemacht. Ich habe ja Tag und Nacht unterschiedlich hochgeladen. Also ein Video für Tag und eins für Nacht. Ich fand das eigentlich so ganz gut, weil dann jede Folge ungefähr gleich lang ist. Aber ich habe jetzt erfahren, man soll, ja, solange man halt kein Bett macht, Bett hat, Entschuldigung, also solange man halt kein Bett hat, soll man Tag und Nacht zusammen aufnehmen. Ja, ich habe es halt falsch gemacht, tut mir leid. Ich bin auch echt mal gespannt, wann ich endlich hier ein Bett bekomme. Schafe waren ja da. Ja, ich rede hier ein bisschen komisch, weil ich sitze hier direkt vorm Fenster und da schwirrt so eine Motte rum und die irritiert mich hier ein bisschen. Oh, ich habe Kohle gefunden, das ist sehr schön. Das finde ich sehr prima. Da wird bestimmt auch noch ein bisschen mehr Kohle sein. Da ist ja meistens nicht nur eins. Eine Schaufel habe ich leider nicht mehr dabei. Okay. Müssen wir halt mit der Hand abbauen. Das macht nichts. Das haben wir ja schon öfter getan. Und Leute, ich bin echt super, super gespannt, wie das hier weitergeht. Ich gehe auch gleich nochmal hoch und guck, ob wir uns wieder rauswagen können. Wenn ich jetzt überhaupt den Weg nach draußen finde. Ich muss mal kurz gucken. Ich verlaufe mich ja ständig. Ja, ich finde schon meinen Weg wieder nicht. Nehmen wir den hier, ne? Ja, ihr seht, wie verpeilt ich bin. Ach, es ist immer noch Nacht. Also ich werde auf jeden Fall auch irgendwann mal draußen bleiben, nachts, und mal schauen, ob ich ein paar Monster klatschen kann, denn ich möchte unbedingt Fäden haben. Also da bin ich richtig scharf drauf. Aber ich mache mir jetzt noch mal eine Schaufel wenigstens. Und eigentlich könnte ich auch noch ein paar Fackeln gebrauchen. Allerdings könnten wir uns die ja auch anders herstellen. Dazu brauchen wir keine Werkbank. So, das reicht erstmal. Okay, gehen wir weiter buddeln. Es kostet natürlich ein bisschen hier Kraft. Ich verliere hier schon Hungerpunkte, also halt. Ich habe schon echt Hunger. Ich grab hier einfach mal ein bisschen weiter. Gut, ha. Ist ja auch eigentlich blöd, wenn wir hier die ganze Zeit nur rumbuddeln. Aber okay, was soll's. Irgendwas müssen wir ja machen. Ich meine, ich könnte jetzt auch rausgehen. Aber ich traue mich noch nicht. Also ich denke, diese Folge bzw. diese Nacht auf jeden Fall noch nicht. Ich hoffe ja eigentlich immer noch, dass ich hier mal so ein bisschen Eisen finde, aber irgendwie will hier keins kommen. Aber ich denke, da müssen wir auch noch ein bisschen weiter runtergehen. Ja, mal gucken.
Ist ja eigentlich auch total blöd, wenn ich mir hier... War hier auch eine Höhle? Ah, hallo. Unsere Treppe. Hast du gut gemacht. Jawohl, hast du sehr gut gemacht, Nizi. Ast rein. Wie immer. Okay. Also ich gehe jetzt einfach mal hoch. Ich glaube, ich werde auch was essen. Und ich hoffe wirklich, dass das hier mal bald hell wird. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir haben ein Steinschwert. Ich habe eine Schere. Normalerweise sollten wir uns auf jeden Fall ein Eisenschwert herstellen. Eine Schere haben wir und wir haben zwei Wolle. Und ich hoffe, dass das Schaf überlebt hat, die Nacht. Und ich mir dann halt noch ein Stück Wolle holen kann, damit ich ein Bett bekomme. Sollen wir mal rausluchsen? Die machen da Formationsschwimmen, die Tintenfische. Ja, jetzt wird es auch hell. Okay, da hinten steht ein Zombie und ein Skelett. Und da steht auch ein Skelett. Verpiesel ich mich mal so ein bisschen um die Ecke. Ich würde das gern klatschen. Ich würde eigentlich ganz gerne mal eine Spinne klatschen. Aber ich höre keine. Ich höre einen Zombie. Hauptsache, mir begegnen hier nicht unbedingt die Creeper. Die mag ich überhaupt nicht leiden. Die sprengen mich ständig in die Luft. Ach, der steht hier im Stall drin. Tja. Moment mal. Das holen wir uns noch ab, auf jeden Fall. Und du kleines Hühnchen, wenn du jetzt abhaust, ich schlachte dich. Nee. Das kann ich nicht machen, weil das gibt jetzt kein Fleisch. Also aufgrund dessen werde ich das auf gar keinen Fall schlachten. Ich muss ehrlich gestehen, die Nacht kam mir jetzt ein bisschen sehr kurz vor. Das waren doch noch keine 8 Minuten, die ich hier aufgenommen habe. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Müsste die Aufnahme ja eigentlich... Ups. Mit einem Schlag tot. Sehr schön. So, Schäfchen, du kommst jetzt erstmal her. Und schnipp, schnapp, Wolle ab. Ja, ich denke, ich werde dann jetzt vielleicht den Tag einfach noch durchspielen und dann gehe ich ja sowieso schlafen später, weil ich habe ja gleich mein Bett, hoffe ich. Wenn ich nicht gerade sterbe. Könnte natürlich auch passieren. Dann habe ich natürlich kein Bett. Ja, hier schwirrt irgendwie nichts mehr rum. Und ich denke, wie gesagt, wir werden auch mal irgendwann eine Nacht wach bleiben und ein paar Monster jagen. Oh, ich hasse es. Ja, aber nicht mit dem Schwert. So, ich glaube, Weizen war auch gewachsen. Dann kann ich da was abbauen und mir vielleicht noch irgendwie mal ein Schäfchen hier in den Stall holen. Das wäre nicht schlecht. So, das wieder wachsen. Und jetzt baue ich mir erstmal ein Bett. Okay. Dazu braucht... Ach nee, ich habe drei Wolle hat das gebracht. Mann, oh Mann. Das ist aber viel. So, da stellen wir uns da hin. Sieht ganz hübsch aus. Ja, und ich denke, wir werden jetzt hier mal ein bisschen weitermachen. Ich weiß allerdings noch gar nicht so ganz genau mit was. Holen wir uns vielleicht ein Schäfchen. Ah, Moment mal, ich habe ja Knochen bekommen.
Da kann ich ja ein bisschen was hier wachsen lassen. Das finde ich ganz gut. Sehr schön. Da können wir nämlich vielleicht noch was vermehren oder so. Ja, das ist gut. Kann ich die hier mit reinstellen? Erstmal gucken. Ja, fürs Erste reicht es. Ich habe auch keine Lust mehr, jetzt hier 500 Riesenställe hinzubauen, denn ich denke, wir werden das eine oder andere Tier ja sowieso dann wieder schlachten müssen, damit wir ja Nahrung bekommen. Schaf. Schaf. Da. Dem ist ja schon wieder Wolle gewachsen. Kommst du mit? Sehr schön. Ein Schaf da? Naja, okay, wir haben ja unser Bett. Was wollen wir mit noch mehr Schafen? Jetzt werde ich mir hier erstmal so ein bisschen Weg reinbasteln, damit ich hier nicht immer rumhüpfen muss wie eine Blöde. Muss auch sein. Und dann werden wir auf jeden Fall mal in Angriff nehmen, irgendwann demnächst auf eine Nachbarinsel zu reisen. Und gucken, ob wir da noch irgendwas finden, was wir gebrauchen können. Ich hasse Sand. Ich hasse immer alles, ja, ich weiß. Nein, ich liebe eigentlich Sand. Ich mag das ganz gerne. Ich habe früher mal ganz, ganz viel im Sand gebuddelt, am Strand natürlich, wo es auch schön warm ist. Da konnte ich mich stundenlang dran aufhalten. So, du gehst da bitte rein. Danke. Du kommst mit. So, jetzt haben wir leider nur ein Schaf. Das finde ich ein bisschen schade. Aber okay, was nicht ist, kann noch werden. Aber dem klauen wir jetzt erstmal die Wolle nochmal. Dankeschön. Gut, wir haben Hühner und wir haben Schafe. Was brauchen wir denn noch? Pfeil haben wir auch. Einen Bogen könnten wir uns eigentlich auch machen bei Gelegenheit, aber ich muss ehrlich gestehen, Bögen sind nicht so meins. Ist nicht so ganz meine Sache. Aber eine Angel möchte ich gern. Deswegen möchte ich Spinnen haben. Hast du ein Ei gelegt? Jo. Sehr schön. Vielen Dank fürs Ei. Leider nichts gebracht, aber okay, das hier rennen ja noch genug Hühner rum. Da ist unser Babyhuhn übrigens. Das ist gleich ins Wasser verschwunden. Ups. Ah, ich werde mir jetzt hier vor lauter Langeweile noch mal ein paar Bäume abhacken. Und dann könnten wir uns vielleicht schon mal ein Boot bauen. Denn ich denke, wenn wir mit dem Boot darüber fahren auf eine andere Insel, sind wir ein bisschen schneller als wenn wir hier schwimmen. Habe auch schon überlegt, ob ich mir so einen Übergang dahin baue, aber ich muss erstmal gucken, was das überhaupt für Inseln sind. Vielleicht ist da ja gar nichts los. Dann haben wir diesen Übergang da praktisch umsonst gebaut. Und ja, das wäre ein bisschen Verschwendung. So, ich gucke jetzt hier nochmal rein. Ein paar Fackeln haben wir ja. Müssen wir mal Steine hier hinlegen. Ich mache es mal anders. Ja, da habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust. Oh, hier ist Eisen. Das ist sehr gut. Das finde ich schön. Und noch eins. Nicht über dem Kopf abbauen. Aber das waren zwei Stück. Da können wir jetzt noch nicht so sehr viel mit anfangen.
Da ist noch Kohle, aber Kohle lege ich jetzt noch nicht so viel Wert drauf. Die Höhle ist mir ein bisschen riesig da unten. Also da habe ich jetzt noch keine Lust runter zu gehen. Dafür hätte ich dann doch lieber ein bisschen mehr Rüstung. Ach Leute, das ist hier den Aufgang, den muss ich auch noch mal ein bisschen abändern. Das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Und eigentlich könnten wir hier das Gras noch mal abbauen, aber nicht mit dem Schwert. Ich weiß gar nicht, das mit den Blumen ist ja eine schöne Sache, aber dienen ja eigentlich nur der Deko. Gut, wir pflanzen jetzt mal unsere Samen hier noch an und stecken unser Eisen in den Ofen. Ja, zwei Eisen mehr, dann hätten wir wenigstens schon Schuhe. Aber okay, wir müssen mit dem zufrieden sein, was wir haben. So, da können wir was abernten. Halt, das wollte ich ja eigentlich so lassen. Nicht so dicht ans Wasser ranbauen, sonst fällt uns das ganze Zeug hier ins Wasser rein. Und da habe ich eigentlich keine Lust zu, aber ist egal jetzt. Komm. Einfach hin da und fertig. Nicht lange rumfackeln, machen. Zwei Eisen. So, Holz haben wir eigentlich ganz gut noch. Da sind wir noch ganz gut bestückt mit. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich rede sehr leise. Ich weiß auch nicht. Vier Pfeile haben wir bekommen. Okay, kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen, wie gesagt. Finde es auch irgendwie schade, dass man sich aus Wolle nicht auch wieder Fäden craften kann. Du kommst mir hier gerade recht. Dankeschön. Denn wenn ich ein Stück Wolle habe, kann ich die ja eigentlich auch wieder zu Fäden auseinanderfriemeln. Also, das finde ich ein bisschen schade, aber okay. Ein bisschen schwer sollte das Spiel ja auch sein. So, ab mit dir in den Ofen. Ja, Essen ist noch ziemlich rar, muss ich sagen. Also, da könnten wir noch ein bisschen mehr vertragen. Aber ich denke, wenn wir die Tiere erstmal vermehren, dann wird das schon. Muss halt bloß der Weizen ein bisschen wachsen. So, die Schere lasse ich erstmal auch wieder hier. Die brauche ich nicht immer mitschleppen. So, die Sonne geht unter. Und werde gleich ins Bett marschieren. Nee, Moment, das machen wir so. Ja, und ich sage erstmal bis morgen. Den heutigen Tag habe ich ja auch überlebt, dank meiner Feigheit. Aber morgen werden wir ein bisschen mutiger sein. Ich sage bis denn. Eure Nizi. Wir schlafen. Bye, bye.